Willkommen zurück zu den Schlümpfen. So, jetzt müssen wir irgendwie da rüberkommen. Ich probier's erstmal so. Da ist der Turm, in dem das Klassenzimmer liegt. Ich sehe auch den kleinen Eingang, den mein Freund Koch Tok Tok für mich gebaut hat. Ich muss über diese Lücke springen und einfach sanft und sicher zur anderen Seite hinübergleiten. Das sollte ein Kinderspiel sein. Wäre halt auch cool, wenn wir dann wirklich komplett drinne wären. Ohne Außenbereich mal. Ach du Scheiße. Okay, hier ist auch noch einer. Am Ende muss ich hier definitiv den Sprint anwenden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Auf jeder Seite fünf. Kann ich hier irgendwie hoch? Oder warum sind die Dinger so weit oben, hä? Sehr gut. Hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Arschenspiel. Jetzt. Hallo, Kochschlumpf. Kannst du mich hören? Schlaubi hat alle antreten lassen und es fehlt ein Schlumpf aus dem Dorf. Torti. Ich glaube, er steckt in der Pestfalle. Warum überrascht mich das nicht? Als er hörte, dass ich hierher komme, konnte er nicht widerstehen, sein Gesicht zu schlumpfen. Du kannst dich auf mich verlassen, Papa Schlumpf. Ich schlumpfe ihn da raus. Ja, wer nicht, wenn Torti, der würde, da passt hier, oh, da passt hier auch gut rein. Okay, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass man hier tatsächlich sterben kann, indem man runterfällt. Oh, das ist ja kacke zu sehen. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Micro Machines. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Ich frag mich, was es mit der Spinne auf sich hat. Muss ich die irgendwie erwischen? Schön, wieder hier zu sein. Hier habe ich mich immer versteckt und heimlich Koch Tok Toks Unterricht verfolgt. Das scheint ja ein Mensch zu sein, oder? Dieser Tok Tok. Hallo Leute, ich
habe gerade ein Kochbuch auf einem Ständer gefunden. Nutze es, um ein paar neue Rezepte zu lernen. Etwas Abwechslung wäre nett. Nein, das schlumpfe ich besser nicht für euch, Schlaubi. Im Rezept kommt Schlumpfbeerensaft vor. Aber außerdem, und ich zitiere, eine seltsame neue Pflanze mit einem kräftigen Geschmack, die schnell wächst. Die Pestfalle. Glaubst du, die Köche des Schlosses haben Pestfallen gegessen? Vielleicht ist das Schloss ja deswegen verlassen. Auf jeden Fall. Ich muss los. Ich sage Bescheid, wenn ich sonst noch was finde. Na toll. Und hopp. Ich war zu langsam. Die komme ich nicht ran, ohne von den Pestranken erwischt zu werden. Es sei denn, ich breche mit vollem Tempo mit dem Schlumpfisator durch. Ich frage mich, ob sich da irgendwas eventuell versteckt hat. Okay, wir sind nach drüben. Dann gucke ich erstmal hier. Na, Spinni? Okay, ich wette, diese Blumen kann man irgendwie zum Blühen bringen. Die würden uns nach oben bringen, damit wir da überhaupt drankommen. Oder? Klingt für mich zumindest sinnvoll. Tschüss! Nein. Aua! Fantastisch. Hey, wieso ist er denn jetzt abgestürzt? Verstehe ich nicht. Und hopp. Thank you.
Oh. Torti, ich bin es, Kochschlumpf. Ich hol dich da raus. Oh, danke, Kochschlumpf. Großartig. Ich hätte hier auch keine Sekunde länger bleiben können. Ich komme um vor Hunger. Das wundert mich nicht. Ich muss nur die verseuchten Herzen heilen. Dann bist du frei. Okay. Ich hoffe, da waren keine weiteren Gläser noch zum Sammeln oder Flaschen zum Sammeln. Wie bist du in diese Lage geraten, Torti? Als ich hörte, dass du nach Schloss Kochtopf gehen willst, konnte ich nicht widerstehen. Allein bei dem Gedanken an die Tausende von Gerechten, die man hier normalerweise schlumpfen kann, lief mir das Wasser im Munde zusammen. Und du hast dich davongeschlichen, um hierher zu kommen? Ja, ich bin auf einem Storch hergeflogen und nach meiner Ankunft habe ich die Küche durchsucht. Aber ich konnte nur diese großen salzigen Steine finden. Salzige Steine? Das ist die Zutat, die ich Papa Schlumpf bringen soll. Warte hier auf mich. Wenn ich zurückkomme, gehen wir zusammen nach Schlumpfhausen. Okay. Ach, hier sind wir. Okay. Ich will natürlich noch hier alles freiräumen. Echt? Also eine haben wir ja noch gesehen, die wir noch kriegen könnten, aber wo jetzt noch zwei Flaschen versteckt sein sollen, keine Ahnung. Die Küche. Hier kenne ich mich aus wie in meiner eigenen Schlumpftasche. Okay, ich hätte jetzt erwartet, dass das wieder ein extra Level sein wird. Sind die denn alle übergeschnappt? Die haben Pestfallen gekocht. Das erklärt alles. Die haben ja alle den Schlumpf verloren. Deshalb ist niemand mehr im Schloss. Na, heißt das, die sind alle tot oder warum? Ach so, hier kommt keine Flasche mehr, schade. Da, die rosa Kristalle. Kok-Tok-Tok hat mir gesagt, warum sie so selten sind und warum er Schwierigkeiten hatte, sie zu bekommen. Sie kommen aus einem fernen Land in den Bergen, glaube ich. Sie verleihen seinen Rezepten ihren einzigartigen und eigentümlichen Geschmack. Ach, ich klinge ja schon wie Schlaubi. Nachdem ich jetzt ein Stück habe, kann ich mit Torti nach Schlumpfhausen zurückkehren. Yay, Salz der Erde als Trophäe.
Gut, wir sind zurück in Stumpfhausen. War klar, dass wir zu Papa Stumpf müssen. Hey, du heilst hier also alles? Ja, das mache ich. In der nächsten Folge gehen wir dann zu Papa Stumpf. Spitze, bedanke mich. Bis denn.